bringt nichts. Jensen, ziel auf das Rohr. Keim und ich lenken sie ab. Du entflammst die magische Energie. Gut. Was? Nein, das funktioniert nie. Wir müssen es schaffen, sonst finden wir nie raus, was hier los ist. Schnappt sie euch! Jensen, tu es! Okay, okay, ich mach ja schon. Was? Was ist das? Hey, oh, wow. Was ist das? War ich das? Okay, Zeit zu gehen. Komisches Wetter hier. Das waren auf jeden Fall ordentliche Vibrations von dem Controller. Das ist krass. Und da liegen wir in einer Zelle. Zumindest lassen Gitterstäbe drauf schließen. Morgen! Alles okay? Ja. Hey, das war echt ein toller Plan. Erst werden wir verprügelt, dann gefangen. Tolle Idee. Hör schon auf. Es findet sich immer ein Ausweg. Wir nehmen einfach Plan B oder C. Als ich auf das Rohr zielen sollte, gab es da einen Plan B oder ist das hier Plan B? Wie wär's mit dem Plan R? Wie nichts wie raus hier? Ich meine, 1000 Jahre Erfahrung und trotzdem sitzen wir hier drin. Na? Hä? Brillant. Ach. Halt die Luft an. Hab ich ja genügend Zeit für. Schließlich sind wir ja gefangen. Hey, Keim, sag doch auch mal was. Ach nee, er ist lieber schweigsam wie immer. Ja, wir können uns jetzt hier umgucken. Ja, die kann doch erstmal verschlossen bleiben. Gerade jetzt nicht. Dann reden wir mal. Angst? Was meinst du? Hast du Angst? Angst? Ja, hab ich. Natürlich habe ich in so einer Situation Angst. Und weißt du was? Wenn ich es mir genau überlege, habe ich sogar vor dir Angst. Ich habe auch Angst. Machst du Witze? Ich bin General Kakanas. Ich habe die Ehre, im Namen Ihrer Majestät der Königin Numaras Truppen zu befehligen. Ich spreche im Namen Ihrer Majestät. Ihr müsst mir antworten. Nur zu, aber keine Erdkundefragen. Was wolltet ihr beim großen Stab? Ihr seid Spione aus Ura, richtig? Wir sind... Nur gewöhnliche Reisende. Ja, Reisende, genau. Jawohl, ich bin der Ehemann. Da drüben, das ist meine Frau. Und der Griesgram hier in der Mitte ist mein Freund. Wir waren nur überrascht, auf unserer Reise hier so ein riesiges Bauwerk zu sehen. Haltet ihr mich für dumm? Keine Fangfragen. Wer schon Kaka im Namen stehen hat... Das ist der große Stab. Uras riesiger magischer Motor. Wir wissen bereits, dass es eine Verbindung zwischen ihm und dem Meteoriteneinschlag gibt. Wobei ich mich frage, was hat Numara mit dem Krieg zwischen Kent und Ura zu tun? Mich interessiert, was genau das verursacht hat. Ich nehme an, von euch weiß keiner etwas. Ihr spioniert nicht für Ura oder vielleicht für Goza, hm? Wirklich? Wir sind nur Reisende. Wir sind weder Spione, noch wissen wir, was passiert ist.
Bitte lassen Sie uns raus. Ha. Seit wann können einfache Reisende so meisterhaft kämpfen? Wir sind nur Reisende. Keim. Wir sind sehr geschickt darin, störrische Zungen zu lösen. Oh, der läuft, als hätte er was in der Hose. Also hinten jetzt, ne? General, was ist? Wie vermutet, reicht unsere Ausrüstung nicht für die Reparatur der Weißen Boa. Der Schaden durch die elektrische Entladung ist zu groß. Der Technikbeauftragte sagt, wir müssen sie zur Reparatur ins Dock nach Numara bringen. Na, wenn der Technikbeauftragte recht hat, können wir nichts machen. Wir unterbrechen die Operation und kehren nach Numara zurück. Ja, Sir. Was macht unsere Galionsfigur gerade? Ihre Majestät? Sie ist in ihrer Kabine. Wir hören seit einer Weile Harfenmusik. Die Königin? An solch einem Ort? Galionsfigur? Was ist das? Wie vornehm. Tja, wenn sie lieber Musik macht, als sich einzumischen, umso einfacher für mich. Ja, Sir. Bereit machen zum Aufbruch. Informier sofort die Truppen. Ja, Sir. Und da merken wir schon, dass der Kerl ein Arsch ist. Ich höre nicht recht. So redet man nicht von einer Königin. Was ist denn jetzt schon wieder los? Der General macht die Königin lächerlich. Was soll dieser... Dank der Nachsicht ihrer königlichen Majestät, Mist, das macht mich krank. Du sorgst dich um die Königin? Du stehst doch eher auf Straßenmädchen. Witzig. Nein, Numara macht mir Sorgen. Hey, was soll das denn für ein Land sein? Klingt wie ein Fischgericht. Hey, und du da drüben, hast du was mit Numara zu tun? Nein, ich bin nicht sicher. Ich aber... Ein gleißend weißes Monument am Himmel. Erinnerst du dich? Meine Erinnerung scheint zurückzukommen. Nach und nach. Deine sollte es auch. Ich habe Träume. Als du neulich so verbittert warst, war das wegen dieser Träume. Ah, die Träume machen dir also Angst. Meine Träume sind voller Erinnerungen. Sind es bloß Träume? Oder ist es meine Vergangenheit? Oh Mist, das funktioniert nicht. Du machst so Witze, wenn es einen Weg hier raus gibt, dann sag mir schon, was ich tun soll. Ja, gut, dann dann wollen wir mal zu Sass wechseln. Dann stoßen wir mit ihr mal. Das funktioniert nicht. Nein, nicht wechseln. Aber wahrscheinlich ist unser Meisterdieb jetzt derjenige, der uns hier rausbringt. Dann wechseln wir mal zu Jensen. Boah, nur eine Ratte. Ich hatte mich kurz erschreckt. Sie hat mir das im Maul. Hey, 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 halt, gib das her. Zu Keim wechseln. Ist die Ratte nicht hier? Punkt, Punkt, Punkt. Zu Sass wechseln. Was ist das? Ein Rattennest? Boah, weg von mir, Igitt. Zu Keim wechseln. Oh, aufheben. Lichtlinse.
Und da ist Numaras Flaggschiff. Hat ein bisschen was von dem Schiff von Captain Nemo. Und darf ich euch vorstellen, mein lieblingsweiblicher Charakter im Spiel, den ich schon einmal angesprochen hatte. Ming Numara, Königin von Numara. Anscheinend ein bisschen naiv, weil sie sich so verarschen lässt. Aber was soll's? Jeder hat so seine naiven Phasen. Oh, Keim Aguna. Hä? Da steht noch jemand. Du hattest wohl gerade einen Albtraum. Wer ist Lirum? Klingt wie ein Mädchenname. Ich weiß nicht. Nur das ist... Es tut so weh. Jedes Mal, wenn ich diesen Traum habe. Du erinnerst dich wohl wirklich an einige schmerzhafte Dinge, hm? Scheint, als würdest du dich dagegen wehren. Aber die Erinnerungen kommen wohl trotzdem hoch. Die Erinnerungen bringen mich nicht weiter, oder? Also wirklich, Keim. Du bist so ein Pessimist. Weißt du, ein normaler Mensch würde alles dafür tun, um zu erfahren, wer er wirklich ist. Vielleicht will ich mit der Vergangenheit einfach abschließen. Siehst du, genau das meine ich. Hörst du jetzt mal auf? Was? Er wird sich schon an alles erinnern, wenn er soweit ist. Verstehst du? Im Moment verletzen ihn die Erinnerungen nur. Ja, ja, Ma'am. Es tut mir leid, Ma'am. Was ist eigentlich Ihr Problem? Wenn Keim sich nicht erinnern will, muss ich das vielleicht gar nicht benutzen. Zu. Wenn Keim oder Thess auch nur einen Bruchteil ihrer Erinnerungen wiederzuerlangen scheinen, benutze dies. Was ist das? Es ist ein magischer Energiekristall. Wirf ihn auf sie. Es ist ganz einfach. Dann verschwimmen ihre Erinnerungen und versinken wieder im Dunkel. In diesem Fall verdreifache ich deinen Lohn. Lass mich nachdenken. Okay. Er ist so tiefsinnig. So vielschichtig. Einfach nur männlich. Was ist das? Das? Das ist von Fürst Gongora. Ich soll, naja, sozusagen vorbereitet sein. Es ist gefährlich, oder? Mal sehen.
probieren wir es doch aus. Wobei ich sagen muss, das finde ich jetzt sehr nobel von ihm. Wie du willst. Was sagt sie? Ohne unsere Waffen sind wir wehrlos. Folgen wir deinem Plan, also viele Möglichkeiten haben wir ohnehin nicht mehr. Dann werfen wir das Ding mal an seinem Kopf. Was zum... ist der tot? Er ist da lang. Komm schon. Verzeihung? Amnesiekranker. Was? Was mache ich hier? Was ist los? Hat er seine Aufgabe vergessen? Er hat das Gedächtnis verloren. Wow, es klappt. Das muss ein magischer Energiekristall sein. Gongora, deshalb also. Ich sollte ihn im Notfall benutzen und das war einer. Warum bin ich... Was ist los? Du bist Soldat. Benimm dich auch so. Hä? Gut, aber... Wieso? Hör mal, wir sind nur gewöhnliche Reisende, aber es gab da ein Missverständnis. Man hat uns eingesperrt. Ich frage nur ungern, aber ich habe einen Friseurtermin. Brauche ich denn keine Erlaubnis, um euch freizulassen? Na, deswegen bist du doch hier, oder? Du bist gekommen, um die fälschlich angeklagten Gefangenen deine Worte aus dem Bau zu holen. Ganz klar, da wurde ein Fehler begangen. Kommt, gehen wir. Ich habe gehört, wie dein Chef dir befahl, runterzukommen und uns rauszulassen. Hey, Glückwunsch zur Beförderung übrigens. Was? Ach, du bist ausgerutscht und hast dir den Kopf gestoßen. Hast wohl deinen Auftrag vergessen. Oh, na gut. Wie peinlich. Siehst du das Dingsbums da? Wahrscheinlich ist es mit einer Magiemaschine verbunden. Vielleicht öffnet es die Tür. Ja, ja genau, das könnte sein. Tut mir leid, dass du mir sagen musst, was ich zu tun habe. Fast geschafft. Schon. Bis dann, Kumpel. Oh ja, bis dann. Macht's gut. Du bist ganz schön hinterhältig. Wieso denn? Hat doch geklappt. Danke für die Hilfe. Ehrlich, du könntest einer Schlange die Haut abschwatzen. Ich verstehe immer noch nicht, warum dir Gongora diese Perle gegeben hat. Aber diesmal sollte ich einfach Danke sagen. Oder, Kain? Ja. Und da ist wieder eine Ratte. Aber wir können leider mit der Ratte nicht interagieren. Oh, hallo. Entschuldigung, ich war in Gedanken. Süß. Ja. Wir können leider nicht in die Tür und leider auch nicht in die andere, so wie es aussieht. Dabei würde ich dann doch gerne wissen, wie es da reingeht. Aber ich würde sagen, nach diesem langen Intermezzo speichern wir jetzt hier einmal. Wir haben jetzt... ja... genug gespielt, würde ich meinen. Deshalb überschreiben wir hier diesen Spielstand einmal, wo wir diese grandiosen 2 Level gemeistert haben oder wie viel das auch immer ist.